ließ Aaron durch Mose sagen, wenn du die sieben Öllampen des Leuchters anzündest, achte darauf, dass sie zur vorderen Seite hin scheinen. Aaron gehorchte dem Herrn und setzte die Lampen mit dem Docht nach vorne auf den Leuchter. Der Leuchter war ganz aus Gold geschmiedet, vom Fuß bis hinauf zu den Blütenornamenten. Mose hatte ihn genau in der Form anfertigen lassen, die der Herr ihm auf dem Berg gezeigt hatte. Der Herr sprach zu Mose, versammle die Leviten an einem besonderen Ort, abseits vom übrigen Volk. Du sollst sie für ihren Dienst im Heiligtum reinigen und dabei so vorgehen. Besprenge sie mit Wasser zur Reinigung von aller Schuld. Lasse ihren ganzen Körper rasieren und ihre Kleider waschen, damit sie rein werden. Dann sollen sie einen jungen Stier bringen und dazu als Speiseopfer feines mit Öl vermengtes Weizenmehl, außerdem einen zweiten Jungstier zum Sündopfer. Ruf die Leviten zum heiligen Zelt und versammle dort die Gemeinschaft der Israeliten. Nun sollen sich die Leviten vor dem heiligen Zelt aufstellen und die anderen Israeliten sollen die Hände auf sie legen. Dann muss Aaron mir die Leviten weihen als ein Opfer, das die Israeliten mir bringen. Denn sie geben die Leviten aus ihrer Mitte her, damit sie mir im Heiligtum dienen. Danach sollen die Leviten ihre Hände auf den Kopf der beiden Stiere legen. Lass den einen als Sündopfer, den anderen als Brandopfer darbringen. So wird den Leviten alle Schuld vergeben. Wenn du die Leviten zu Aaron und seinen Söhnen bringst und Aaron sie mir wie eine Opfergabe darbietet, dann trennst du sie damit von allen anderen Israeliten und übergibst sie mir. Du reinigst sie und weihst sie mir wie ein Opfer, damit sie von jetzt an den Dienst im heiligen Zelt verrichten. Von allen Israeliten sind sie nun ganz und gar mein Eigentum. Ich habe sie anstelle eurer ältesten Söhne ausgewählt, denn mir gehört jeder erstgeborene israelitische Sohn und jedes eurer männlichen Tiere, das als erstes von seiner Mutter zur Welt gebracht wurde. Als ich die Erstgeborenen der Israeliten sterben ließ, habe ich die ältesten Söhne der Israeliten zu meinem Eigentum erklärt. Doch an ihrer Stelle nehme ich die Leviten und gebe sie nun Aaron und seinen Söhnen. Sie sollen die Dienste im Heiligtum verrichten, die ich den Israeliten aufgetragen habe. Und sie sollen für das ganze Volk die Vergebung seiner Schuld erwirken. Die anderen Israeliten aber dürfen sich dem heiligen Zelt nicht nähern, sonst kommt Unheil über euer Volk. Mose, Aaron und das ganze Volk Israel führten alles aus, wie der Herr es befohlen hatte. Die Leviten reinigten sich und wuschen ihre Kleider. Aaron bot sie dem Herrn als Gabe dar und opferte die Stiere zur Vergebung ihrer Sünde. Dann begannen die Leviten unter der Leitung von Aaron und seinen Söhnen ihren Dienst im Heiligtum, ganz nach der Anweisung des Herrn. Weiter sprach der Herr zu Mose, die Leviten sollen ihren Dienst im heiligen Zelt mit 25 Jahren beginnen und mit 50 Jahren beenden. Wer älter ist, soll nicht mehr zum Arbeiten eingeteilt werden. Er kann den jüngeren Leuten jederzeit helfen, soll aber keine Pflichten mehr haben. So sollst du den Dienst der Leviten ordnen.